Wie schaffe ich Ordnung oder wie werde ich eine bisschen ordentlichere Person? Und wieder ist es eine Frage, die ich weiß nicht, ob ich da unbedingt der Experte bin, aber weil ich auch nicht so der ordentliche Mensch bin. Allerdings habe ich ein paar Strategien gefunden, die mir selber helfen, um ordentlicher zu werden, um mehr Ordnung in das zu bringen, wie dein Arbeitsplatz ausschaut, wie deine Wohnung ausschaut oder wie dein Leben allgemein ausschaut. Weil letztendlich gibt es den Spruch, dass so wie deine Wohnung ausschaut, so schaut es auch da oben aus. Das heißt, wenn du da oben Ordnung reinbringst, bringst du auch unten Ordnung rein. Und wenn unten keine Ordnung ist, dann kann oben auch nicht so viel Ordnung sein. Ist schon mal die erste Veränderung im Glaubenssystem. Das heißt, schau dir, wie ordentlich ist dein Leben im Allgemeinen und wo kannst du Ordnung reinbringen, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Dann Strategie Nummer 1. Mach Aufräumen zur Gewohnheit. Das Problem im Aufräumen ist immer das, es macht nicht so viel Spaß, wie es machen sollte, was schade ist, weil es könnte Spaß machen. Das ist letztendlich eine Entscheidung, die man selber trifft. Und das zweite Problem ist, man schiebt es ewig auf. Das heißt, man sagt, na, ich tue nicht, möchte nicht aufräumen, nicht aufräumen, nicht aufräumen. Irgendwann schaut es aus wie Sau und du musst aufräumen. Und dann denkst du, ah, mache ich es halt trotzdem. Es ist wie in der Schulzeit, wo du für eine Prüfung nicht lernen möchtest und erst am letzten Drücker lernst. Irgendwann ist, es gibt diese von Tony Robbins, dass man, es ist wie so eine Kippe. In dem Moment, wo der Schmerz im Moment, also der Schmerz zum Beispiel, dass es nicht aufgeräumt ist, überwiegt irgendwann einmal das Unangenehme des Aufräumens. Und dann kippt es quasi und du fühlst dich motiviert aufzuräumen. Aber oft einmal ist das eben eine sehr unpraktische Strategie und man lebt in ziemlich viel Chaos. Deswegen Strategie Nummer 1 eben ist, mach dir Aufräumen zur Gewohnheit. Ich habe schon viel über Gewohnheiten gesprochen. In dem Moment, wo etwas eine Gewohnheit ist, also wo du etwas jeden Tag tust, dann fällt es dir leichter und du musst dich immer überwinden. Und wenn du sagst, du nimmst dir jeden Tag Zeit, also so eine halbe Stunde immer zur selben Zeit, zum Beispiel bevor du zum Arbeiten anfängst, räumst du mal alles auf, räumst du deinen Schreibtisch auf zum Beispiel. Das könnte eine Gewohnheit sein. Und das machst du jeden Tag, konstant. Vier ungefähr, einen Monat, 2 Monate. In dem Moment, wo diese Zeit vergangen ist, musst du den immer überwinden. Das heißt, es geht schon automatisch, wie Zähneputzen. Du musst den fürs Zähneputzen motivieren. Letztendlich ist es auch nichts anderes als eine zur Gewohnheit gewordenes Aufräumen. In dem Fall halt ein Aufräumen der Zähne oder so. Egal. Also machst du dir zur Gewohnheit. Machst in kleinen Schritten. Sag, okay, wenigstens tue ich meinen Hauptschreibtisch aufräumen. Ich tue wenigstens meine Wäsche irgendwo weg. Und das dafür aber jeden Tag. Du kannst auch eine größere Gewohnheit, eben der klassische Putztag. Das heißt, dass du einmal am Tag, einmal in der Woche deinen Putztag einbaust. So, dass es zur Gewohnheit ist, dass eine Regelmäßigkeit drinnen ist und somit das Ganze sich selber aufrechterhält. Strategie Nummer 2. Ich muss sagen, das ist eine Strategie, die ich jetzt selber noch nicht getestet habe, die ich aber testen möchte. Nämlich die Idee des Minimalismus. Nämlich, es ist relativ einfach, je weniger Zeug du hast, umso weniger fällst du Gefahr, in Chaos zu versinken. Und in den meisten Büchern zum Thema Selbstmanagement, und ein guter Kumpel von mir, der Thomas Mangold, also ein Blogging-Kollege, hat jetzt gerade ein gutes Buch geschrieben, das kannst du gerne mal anschauen, mach unten den Link, dass der erste Schritt oder einer der ersten Schritte ist immer mal das Ausmisten. Das heißt, dass du mal sagst, du machst einen Nullpunkt und sagst, du mistest alles aus, was nicht notwendig ist. Weil je weniger Zeug du hast, umso weniger musst du am Ende auch aufräumen. Das heißt, wenn du wenig Klamotten hast, hast du A, keine Probleme, dir zu überlegen, was ziehe ich an, und B, es liegt nicht zu viel Zeug rum. Und oft einmal hängt sehr viel Pseudo-Emotionalität an vielen Dingen. Das heißt, ah, diese Postkarte, die hat mir vor 5 Jahren ein Kollege geschickt und es ist schon so ein schönes Bild und das kann er nicht wegschmeißen, aber in Wirklichkeit, dem Moment, wo es einmal weg ist, merkst du, eigentlich hätte es nicht braucht. Und so ist es bei vielen Dingen. Das ist eine große Überwindung, auszumisten und
Dinge wegzuschmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letztendlich fühlst du dich leichter. Und die Erleichterung, die dann kommt und vor allem die Reduzierung des potenziellen Chaoses, macht dein Leben sehr viel einfacher. Sagen wir, das sind die zwei Haupttipps, die ich dir geben kann. Eben weil es eine Leserfrage war. Ich hoffe, sie helfen. Und sollten noch Fragen auftauchen oder theoretisch auch mir Tipps, dann bitte einen Kommentar einfach unter diesem Video. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal und ciao.